Hallo, wir sind die Sportexperten der Klasse 7b des Gymnasiums am Böttchenberg. Wir sind zu Eintracht Braunschweig gefahren und haben dort ein Interview mit dem Spieler Mirko Boland geführt. Der 28-Jährige hat viel mit der Eintracht zusammen durchgemacht. Gutes wie auch Schlechtes. Zum Beispiel den Aufstieg 2013 in die erste Bundesliga. Wenn ich beim Fußballspielen lange auf der Bank sitzen muss, finde ich es langweilig. Ihr habt ja so eine coolen, bequemen Sitze. Es ist dann immer noch langweilig. Ja, natürlich. Ich denke, jeder, der Fußball spielt, will natürlich auch auf dem Platz stehen. Dazu gehören dann natürlich gute Trainingsleistungen, damit der Trainer dich auch aufstellt. Was hältst du vom Videobeweis für Schiedsrichter? Ja, das ist eine gute Frage. In der letzten Woche ist viel über Doping in England in den Medien aufgetaucht. Glaubst du, dass Doping beim Fußball nützlich sein kann? Planst du eine Familie zu gründen in der Zukunft? Das ist eine sehr private Frage, aber die beantworte ich euch auch. Jetzt gehen wir weiter an die X-Special mit Ole und Tim. Jawohl. Jetzt kommen wir zum Sportexperten-Quiz, dem schnellsten Quiz, das wir haben. Du hast eine Minute Zeit, um so viele Fragen wie möglich zu beantworten, die wir in der Schule gelernt haben. Wie viele Kontinente gibt es mit der Antarktis? 7? Richtig. Kannst du uns einen Trick zeigen, den du besonders gut kannst? Würden wir entweder einen Ball brauchen? Ja, ansonsten fällt mir jetzt gerade gar nichts so ein. Ich kann Donald Duck-Sprache, kann ich. Ich hoffe, es klappt und man versteht mich einigermaßen gut. Ich zähle mal bis 10 jetzt, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6.